Hey, ciao zusammen, hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Im letzten Film sind wir ja Richtung Norden, nach Rincon und Santa Barbara. Heute geht es in Süden. Wir wollen nach Trestles. Aber vorher haben wir noch in Encinitas still, unserem Lieblingsspielplatz, wenn wir von Los Angeles rausflüchten wollen. I've been trying to clear my head of all the useless words I never said. Look at what we found. Hier heisst Beacons. Der Surf war gut, aber jetzt haben wir Hunger bekommen. Es gilt, so schnell als möglich zum Neopren raus und dann auf Cardiff düsen. Dort gibt es nämlich die besten Rühreier in Kalifornien. Und die gibt es im Pipes Café. Aber was bedeutet schon die besten? Für uns heisst es einfach gut, genug und günstig. Man bestellt, zahlt ja gerade und geht nirgends hocken. Sie bringen einem das Essen an den Tisch. Man muss einfach ein bisschen auf seinen Namen hören. Sie haben es nicht immer draussen mit der perfekten Aussprache. Wie hat es dich dort zu surfen? Ja, eigentlich super. Ich war noch nie so lange im Wasser wie heute. Es ist Sonntag, strahlender Sonntagnachmittag. Ich bin mittlerweile jetzt gegen 3 Wochen hier und anfangen jetzt 2 Tage nicht im Wasser gewesen. Und ich muss sagen, super. Und gestern habe ich noch das Corona genommen. Ja, gerade extra. Übrigens von Mexiko. Jetzt gehen wir schnell in Patagonia laden. Wir schauen, ob sie einen Ausverkauf haben, alles 50%. Dann gehen wir etwa noch einen Kaffee nehmen in Starbucks. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Sunny day, take me down to Culver Lake, take me back to yesterday. Mittlerweile sind wir in Solana Beach angekommen, im Surf-Drive. Dann gehen wir noch schauen, ob sie etwa 1-2 neue Boards haben, die ich so anlache. gehen wir mal schauen. Gut war, wieder viele Sachen gesehen. Gekauft haben wir jetzt hier nichts. Das haben wir schon können verhaben. Wir sind schon gleich wieder beim Thema Essen. Gehen wir bei Fish 101, unser Stammrestaurant, wenn wir hier unten sind. Und ich denke, es kommt gut. Der Harley-Oni-Auspuff ist im Auge abgehakt weiter vor. Fish 101 in Leucadia ist eine andere Standbeiz von uns. Es hat einen coolen Groove und viele Angestellte trifft man tagsüber im Line-Up beim Surfen. Jimmy und ich empfehlen den Grilled Fish Plate mit Fries und Coleslaw Salad als Beilage. Ihr müsst einfach mit dem Pfefferdösli aufpassen, der Deckel ist nicht immer gut zugeschraubt.
Every second feels like a day. See, I've been worn down, but it feels so right now. As I said, das war Tag 1. Morgen geht es jetzt endlich nach Trestles. Wir freuen uns. For you. As I said, stay, won't you wait? So, wir sind mittlerweile in Trestles angekommen. Kleine Wanderung, 1,5 Stunden. Dann sind wir beim Beach. Da kann man eben nicht herfahren, das ist Militär da unten. Aber jetzt sind wir gespannt, freuen uns. Lass mal auschecken. Trestles ist eine Ansammlung von verschiedenen Surfspots am San Onofre State Beach und gehört zu San Diego County. Die Surfspots von oben nach unten heissen Cottons, Upper Trestles, Lower Trestles, Middle Trestles und The Church. So, ich habe vorhin noch einen Local gesehen und habe gefragt, wie es in der Schweiz war. Die meisten kommen natürlich mit dem Velo da gelaufen, sie haben dann den Karren oben, das Velo einladen und dann weg. Und jetzt gehen wir schauen, sie sieht sich auch so clean, sehr clean und grün. Sie sind klein zwar, aber glassy und ja, wir laufen. Wir werden Fun haben, lustig haben. But it feels so right now. Trestles, wir sind dran. Windsurfparadies. Ich habe den Kiteboarder gefragt, ob er eins von uns lernen kann. Dann ist es eben schnell gegangen. Von Corona haben wir zwar schon etwas gehört, aber so richtig Aufmerksamkeit haben wir ihm nicht geschenkt. Am Dienstag waren wir wieder zurück in Hermosa. Und das ist, glaube ich, auch dann, wo wir vernommen haben, dass der Trump ab dem Wochenende keine Flüger von Europa mehr reinlassen will. Und obwohl das Chimu noch 3 Wochen wäre hier geblieben, hat er spontan entschieden, dass er mit dem letzten Swiss-Direktflug wieder zurück in die Schweiz geht. Im Nachhinein war das sicher genau die richtige Entscheidung. Ich konnte dann noch etwa 2 Wochen lang surfen, bis sie das verboten haben. Und Kalifornien, ohne dass man Strand oder ins Wasser darf, macht halt irgendwie auch keinen Sinn. Auch nicht für uns zwei. Insofern sollten wir unsere Freiheiten auch einfach schon nicht für selbstverständlich anschauen. Und ich denke, wir alle schätzen es dann wieder, wenn wir uns bewegen können, wo und wie wir auch immer wollen. Merci vielmals für all eure Rückmeldungen zum letzten Video. Wir hatten eine scheisse Freude, von euch zu hören. So, das war es für heute. Merci vielmals fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So. Ich muss hier jetzt das Tüchchen anlegen, sonst werde ich noch verhaftet.